Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier auf dem Kanal. Wir starten diesmal nicht hier direkt im Spiel, sondern in Steam. Wir schauen uns den City Bus Simulator 2024 an mit lizenzierten Fahrzeugen. Der Nachfolger für Omsi. Sternchen nicht. Das Spiel ist einfach was. Ja, es ist ein Scam. Also, es ist überhaupt nicht das, was es verspricht. Und das ist irgendwie witzig, wie das Spiel das macht. Und das schauen wir uns heute mal ganz genau an. Ja, es fängt hier schon mal mit diesem Logo an. Welches Spiel kommt euch da in den Sinn, wenn ihr dieses Logo so seht, mit was das Ähnlichkeiten hat? Ich sag dazu nochmal DuffTale Games. wir haben hier wunderbare, tolle Grafiken, die natürlich nicht mit KI generiert sind. So soll das Spiel aussehen, so wird es beworben. Ja, kleiner Tipp, das Spiel sieht überhaupt nicht so aus. Und das ist immer ein ganz gutes Beispiel an KI, ne? Also die Ampel da sieht so richtig aus. Wo ist das grüne Licht hier? das ist schon eher das Spiel. Und es gibt auch einen richtig geilen Trailer dazu. Also ich meine, schaut euch das hier nochmal an. Das wird uns hier gleich erwarten. Und hier nochmal KI-Bild. Und der Trailer ist absolut viel aussagend von dem, was gleich passieren wird. Das war der Trailer. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich mach da mal den Ton aus, bevor er da wieder anfängt. Ja, das Spiel ist momentan im Sale. Geht bis zum 27. für 7,14 Euro. Ansonsten, ich glaube, sind das hier 10,99 Euro. Und der Entwickler, Otto Games. Was macht Otto Games denn so für andere Spiele? Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Der Auto Sale Live Simulator, I guess, veröffentlicht am 16. September. City Bus Simulator ist am 13. rauskommen. Und das ist einfach so ein typisches Asset-Zamklau-Spiel. Auch wieder genau nach dem gleichen Prinzip. Und da verkaufst du halt Autos in. Ja. Das ist einfach ein absoluter Trash-Simulator. So wie sie alle in der gleichen Reihe. Und dann gibt es hier noch ein paar andere Kombis. Auch interessant von unserem Spiel hier sind die Rezessionen. Die sind momentan auf ausgeglichen. So, hier nochmal die ganze Beschreibung. Das können wir auch mal lassen. Keiner der Rezessionen, ich mach das mal hier weg, oder so gut wie keiner, ist über 2 Stunden drin. So, was haben wir hier? City Bus Simulator is quite realistic, placing you in the role of a redriver. The mechanics are well thought out and a sure good gameplay experience. True, it runs well, a few updates could sweeten this up. Also, wir werden gleich sehen, das ist totaler Schwachsinn. Eine einzige Rezession auf diesem Spiel. Empfohlen. Eine einzige Rezession. Eine Rezession. Okay, der hat 66. Gut, ist aber eine Stunde drin gewesen. 0,4 zum Zeitpunkt der Rezession. Halbe Stunde, das sind die Negativen. Haben es dir ausgehalten. 0,2 Stunden ausgehalten. 0,1 Stunden ausgehalten. 0,2. Okay, gehen wir mal ganz kurz alle Rezessionen durch hier. Da, 0,5 Stunden, positiv. Schauen wir uns vielleicht mal das Profil hier an von dem Dude. Okay, das Profil ist privat, aber ansonsten sind es meistens so Leute mit nur einem einzigen Spiel hier drin. Vielleicht bei er her, sagen wir bei ihm. Ja, tatsächlich 57 Spiele. Und hat 4 Rezessionen geschrieben. Wen haben wir hier? Rezessionen 2. Solche Profile sind es halt meistens. Ja, also die positiven Reviews sind totaler Mist. Und man schaut sich nur die Spielzeiten an.
Ich würde mal sagen, wir schauen uns dieses Wunder mal direkt an und es wird super, glaubt's mir. Kleiner Cut für euch. Und damit werden wir im Spiel, im Citybus Simulator 2024, den Umsi-Killer. Den Part vom Video mache ich tatsächlich jetzt zum zweiten Mal, weil beim ersten Mal war die Aufnahme ein bisschen geglitscht. Aber was soll's. Das ist das Hauptmenü von dem wunderbaren Spiel. Wenn euch das Menüdesign an ein Spiel von Dovetail Games erinnert, ja, an das dachte ich auch. Abgesehen, wie gesagt, auch vom Logo. Wir haben die Funktion weiterhin. Setzen Sie Reise fort, können wir weitermachen, wo wir das letzte gewesen sind. Neues Spiel, Spiel laden, Aufforderung zum Abonnieren. Und wir haben hier eine Spotify-Integration, damit man diese tolle Musik, die man jetzt gerade im Hintergrund hat, nicht die ganze Zeit hört. Ich habe das mal ausprobiert. Das funktioniert unglaublich gut. Also nicht. wir haben hier mehr so ein Denglisch als wie Deutsch. Das ist einfach entweder automatisiert übersetzt worden oder keine Ahnung. Wir haben da oben Zusatzfunktionen, Errungenschaften, das nicht funktioniert. Und keine Ahnung, was das Bild hier soll. Guthaben. Menschen, die das Spiel gemacht haben. Da schauen wir mal ganz kurz rein. So. Created by Otto Game Studios und Optimus Game Studios. Created by Aral Osen Sen. Den Namen findet man fast überall. 4 Leute für Art Design. Er hat Programmieren gemacht, er hat Sounddesign gemacht. Konnte der Artist tatsächlich jemand anderes. Oder ChatGPT Artist. Es gibt 2 Voiceovers, interessant. User Interface auch wieder 2. 2 Playtester mit ihm mit dabei. Und Missing Key in ENOS Special Thanks to Mustafa. Und jetzt passt's mal auf. Oder Game Studios. Optional Footnote goes here. You can additional information on license details here. Der hat da irgendein Template genutzt und dann hat er es noch nicht mehr komplett ausgenutzt. Das gleiche, glaube ich, kommt auch weiter unten nochmal. Ja, genau. Und verschwindet dann wieder. Da ist noch Demo-Text mit drin. Da ist unglaublich viel Liebe mit hier drin. Das gleiche auch mit der Menüführung da rechts unten. Yeah. Okay. Übrigens, auf der Seite gibt es keinen Ende-Button, um hier aus dem Spiel wieder rauszukommen. Ja, wer braucht denn da schon? Hier ist so ein Ausgang. Da kann man dann beenden, wenn man dann hier reingeht. Einstellungen. Wir haben Hinweise an, ist auf Anschalten. Sprache Deutsch, es gibt dann halt noch diverse andere, die vermutlich genauso gut übersetzt sind. So. Wir lassen mal Deutsch drin. Visuelle. Ich habe hier soweit mal alles auf Maximum. Es ist sogar DLSS an. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob das tatsächlich funktioniert, weil die Performance von dem Spiel ist spitzenmäßig. Dynamische Auflösequalität, höchste Qualität. Wir könnten jetzt... Ich mache mal ausgeglichen, damit es noch ein bisschen besser läuft. Grasdetail zählen. Grasdetail Abstand. Kann man hier alles mögliche einstellen. Kantenglättung. Oh, habe ich tatsächlich aus. Machen wir mal. Schön rauf. Nebel an. Bewegungsunschärfe bleibt aus. Das war's. Die Steuerung. Könnt ihr natürlich alles Mögliche zuweisen von dem, was man halt so nutzen kann. So viel braucht man eigentlich gar nicht. Und Ton. Und da ein kleiner Hinweis. Wenn ihr dann mit dem Bus unterwegs seid, funktioniert das jetzt leider nicht mehr. Ihr müsst dann wieder ins Hauptmenü gehen. Das habe ich nämlich bei der ersten Aufnahme gemerkt, als ich da die Musik runterdrehen wollte. Ging doch nicht. Nur so als Hinweis. Okay, neues Spiel. Wir können uns hier einen tollen Namen aussuchen. Natürlich Bravura. Können uns eins der vielen Stockfotos hier aussuchen, die man nicht schon mal irgendwo anders gesehen hat. Keine Ahnung. Stehen wir jetzt mal ihn da. Firmenname Umsi-Killer. Und haben da unten ChatGPT. Kunstwerke. Ja, keine Ahnung. Das da. Neuer Speichername Save to Anleitung. Also Tutorial kann man hier anschalten. Ich lasse es mal aus. So komplex ist es nicht. Bestätigen. Wieder tolles Artwork.
wo das Spiel einfach nicht so aussieht. Aber an der Stelle schon interessant, was man mit KI so alles generieren kann. Und die Leute täuschen, aber egal. Aber je länger man so ein Bild man sich ansieht, umso mehr Fehler sieht man dann auch da drin. Abgesehen davon, dass dann Proportionen nicht stimmen. Ja, jetzt wären wir hier in unserem Depot mit einem random Hund. Den tut da. Und ja, wir haben jetzt hier anpassen. Da steht random sie, wer auch immer sie ist. Und da, da kann man die Körperfarbe anpassen. Es ist jetzt momentan auf Wasser. Da gibt es dann hier noch Bernstein, Beige, Schwarz und so weiter. Es ist der Wahnsinn. Aber dazu müssen wir erstmal Level 12 sein, damit wir die Lackierung anpassen können. Und kostet dann auch 5000. Unten geht es dann weiter. Wir können die Glastönung anpassen. Was eigentlich noch ganz interessant ist. Dann Felgenfarbe. Geht auch. Ich meine, warum auch nicht? Scheinwerfer können wir auch anpassen. Fahren wir mit grünen Scheinwerfer rum. Das kostet 10.000. Dann haben wir hier Buschspielzeug. Kopfnicken. Können wir hier was auswählen für 50.000. Irgend so ein kleiner Dude da. Ja. Ach, und die anderen Sachen gehen nicht. Dann gibt es Flaggen. Zum Beispiel Österreich für 30.000 Dollar. Was, also was ist die Flagge gemacht, dass die 30.000 Dollar kostet? Das ist... Naja. Frankreich, Deutschland. Ah, Griechenland ist dann einfach nur griechisch. Interessant. Oder sonst irgendwas. Russland ist auch mit dabei, Spanien. Die Türkei. Das ist jetzt, das Die ist jetzt neu. Vereinigtes Königreich und USA. Das war's hier mit dem Anpassen vom eigentlichen Bus. Dann haben wir hier natürlich die Garage. Da haben wir unseren ersten Bus. Der heißt logischerweise auch First Bus. Oder Bus. Wir können dann hier neue Fahrzeuge kaufen. Also wir haben hier diesen Horizon Cruiser HC450 für 70.000. Den Urban Navigator UN700 für 85.000. Und das Original erkennt man es natürlich hier nicht. Ich glaube, das war MAN. Den Eco Voyage EV500 für 90.000. Was, der ganze Bus kostet 90.000. Aber diese eine Flagge da drin kostet 30.000. Naja. Mercedes. Skyliner SL7000 für 95.000. Hätte ich doch keine Ahnung, was da das Vorbild ist. Und dann den Heritage Hauler HH200, der sehr Heritage aussieht. Und man sieht hier, die Grafik ist hier echt am Durchdrehen. Als nächstes Bank. Können wir hier natürlich Kredite aufnehmen. Und Firma, können wir Firmensachen machen. Wir können hier entsperren, Stitz machen. Was auch immer das macht, keine Ahnung, klicken wir mal drauf. Arbeiten. Mit dem Bus. Irgendwas macht es jetzt. Okay. Start. Wir haben jetzt hier unterschiedliche Routen. Wir können jetzt zum Beispiel die Sachen hier freischalten, dass immer, wie lange das ungefähr dauern wird. Not completed, zweimal Bonus, 6 Stops. Keine Ahnung, nehmen wir mal die Coastal Cruise hier. Das nächste KI-Bild. Ich meine, es sieht schon irgendwie schön aus, aber naja. Wenn es denn so aussehen würde. Naja, also bei dem Spiel hat man sich irgendwie nicht sehr viel Mühe gegeben. Ja, Spiel, kriegen wir es hin. Okay, wir sind jetzt hier in unserem
Bus Thibaut. Es ist unser Bus. Von der Kamera. Ja, okay. Jetzt hat er hier weiter reingeladen. Mit C können wir hier die unterschiedlichen Kameraeinstellungen durchgehen. Das ist er. Und wir gehen mal wieder rein. Ich glaube, E war Motorstart. Nee. Nee. F war's. Okay. Wir fahren nochmal nach da vorne. Okay. Mit U können wir die Klimaeinstellung hier anpassen. Wir stellen jetzt mal hier ein auf 22 Grad. Volle Pulle. Mach mal hier an. Das ist eigentlich ein ganz cooles Menü da oben. Das ist so das, die aktuelle Temperatur empfinden. Somit dann auf sehr heiß. Jetzt geht's nach unten. Mit der Taste, also linker Steuerung, können wir hier zu dem Menü kommen. Mit 6 machen wir die Türen auf. Und wir sind zu spät. Ja. Zu spät. Wir sind zu spät. Ich werde dich den Behörden melden. Wir sind es leid zu warten. Du bist zu spät. Okay, ja, also ihr seht, wie toll die Leute hier aussehen. Wir geben mal hier das Rückgeld. 50, 25 und 5. Wir wurden durch das Warten zu Bäumen. Mhm, natürlich. Du bist zu spät. Schön für dich. Ich werde dich den Behörden melden. Du bist zu spät. Wir sind es leid zu warten. Das ist hin und her. Das Warten zu Bäumen. Ja. Das ist hin und her geflackere. Das ist nicht die Aufnahme. Das kommt übrigens vom Spiel. Wir wurden durch das Warten zu Bäumen. Aha. Zu spät. Schön für dich. Du musst auch nicht mitfahren. 15. So, bitteschön. Mach die Tür zu. Ja, dann fahren wir mal, ne? Lass du mich mal hier raus. Dankeschön. Ich weiß nicht, warum er sagt, wir sollen jetzt die initial rechts fahren. Ja, das ist übrigens die Spielwelt. Das ist unglaublich schön hier. Und performant natürlich. So. Und das Spiel macht noch ganz was Interessantes mit den Bushaltestellen. Man hat hier diese... Ich fahr's einfach über Rot, was soll's. Man hat hier diese statische Welt und diese Bushaltestellen werden dann dynamisch reingeladen oder platziert, je nachdem, was man hier für eine Route fährt. Also, dass hier die Bushaltestellen permanent dastehen und auch eventuell andere Busse fahren, ja, träumt weiter. Das passiert hier nicht. Da, wir haben hier Rot. Wollen wir uns mal draußen ein bisschen umsehen. Ich meine, das Busmodell sieht okayisch aus. Das war's dann aber auch schon wieder. Wir können auch nicht selber frei rumgehen. Die Welt hier wirkt so ein bisschen, als wäre sie aus einem Demo-Asset-Shop raus. Mit wahnsinnig viel Liebe. Die Rückspiegel funktionieren nicht. Und die Lenkung ist furchtbar. Ich meine, es gibt Joystick-Support. Ich habe jetzt nicht ausprobiert, wie gut der ist. Da haben wir jetzt so eine Haltestelle. Und die wird halt einfach so reingespawnt. Ja, zu spät. Wir sind es leid zu warten. Ja, schön für dich. Ich werde dich den Behörden melden. Mach das. Tschüss. So, ich will eigentlich die Außenkamera machen. So. Ja, man sieht es vielleicht anhand von dem da mit der Lampe, dass es wieder einfach so reinplatziert ist. Ich meine, die Leute laufen auch da einfach durch. Naja,
Ja, Ampel tue ich jetzt mal ignorieren. Was soll's. So, so sehen Crashes aus. Beziehungsweise wir können mal da vorne mal kurz rein donnern. Wenn wir es so nochmal sehen. Das ist alles, was passiert. Da ist die Frage, ob er jetzt dann auch nochmal weiterfährt. Ja, macht er. Das Blöde mit der Kamera ist, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, die 2 wäre fix die Außenkamera. Nehmen wir was immer mit C immer durchschalten. Aber ey, über Rot fahren kostet nur $15. Boah, voll verbremst. Aber das ist den Leuten egal. Die sollten kommen. Ja, genau. Guten Tag, mein Herr. Hey, jetzt sind Sie freundlich. Hallo. Moin. Guten Tag, mein Herr. Servus. Guten Tag, mein Herr. So. 3,50. Bitte schön. Hallo. Moin. Oh, könntest du nicht genau geben? Hallo. Und ich glaube, man kann auch das hier nicht abschalten. Hallo. Aber ich glaube, das willst du auch nicht, weil sonst Hallo. Kannst du eh nicht mehr machen hier drin. Hallo. Moin. Hallo. Die Haare sind so furchtbar. Guten Tag, mein Herr. Vor allem, die gehen so verzögert hinterher. Hallo. Guten Tag, mein Herr. Guten Tag. Guten Tag, mein Herr. Moin. Ja, jetzt macht die Tür zu. So, da. Wie voll ist der Bus? Ja, schon recht voll. Da, weiter geht's. Ach, was soll's. Jetzt zieh's durch. Ja, unglaublich tolle Landschaft. Da will ich noch ein paar Runden hier fahren. Boah. Die steuert sich so gut mit der Tastatur. Moin sehen. Hallo. Ja, guten Performance. Tag, mein Herr. Hallo. Moin. Ich spiele jetzt mit einer 4090 und es läuft beschissen. Ich will gar nicht wissen, wie es mit anderen Rechnern dann ist. Vor allem, warum hat er mir jetzt die Parkbremse gelöst, wenn ich die Tür wieder auf zumache? Cool, GPS meint, ich soll hier einmal im Kreis fahren. Das mache ich natürlich nicht. Bei der Bushaltestelle schauen wir uns dann gleich nochmal die Landschaft an. So, Parkbremse rein, Türen auf. So, das Ganze nochmal von draußen. Und da hinten haben wir noch eine andere Stadt. Ich glaube aber nicht, dass man da hinfahren kann. Das sieht so ein bisschen als Platzhalter hier aus. Ja, wobei, da könnte man vielleicht durchfahren. So, ich glaube, die will Rückgeld haben. Man kann da natürlich komplett drauf scheißen und einfach mal. Gut, man muss linke Steuerung-Taste drücken. Ansonsten kann man sich hier nicht bedienen. Man kann natürlich einfach zu viel rausgeben. Guten Tag, mein Herr. Dann geht es natürlich ein bisschen schneller. Hallo. Guten Tag, mein Herr. Moin. Geht so. Ja. Der löst automatisch die Parkbremse. Und selbstverständlich, der Sound hier ist absolut realitätsnah. Hm.
Nämlich jedes Mal beim Anhalten fängt er an zu lecken. Hallo. Moin. Ja, da. Kriegst ein bisschen Taschengeld. Guten Tag, mein Herr. Hallo. Servus. Hallo. Gut. Abfahrt. Vor allem, wie die da am Rumblinken sind, wenn die an sind. Das machen die nicht. Toll, jetzt kann ich nicht vorbeifahren. Ah, und die Leute glitschen aus dem Bus raus. Nice. Ja, ganz ehrlich, wie kann man das so veröffentlichen, man? 6, 7 Dollar, oder Euro besser gesagt, ist jetzt zwar nicht viel, aber trotzdem. Das... Okay. Gut, was soll's? Ja. Ach shit, da hinten wäre der letzte Halt gewesen. Ach, wisst ihr was? Machen wir das mal so wie der Autofahrer. Ey, U-Turn. Cool, 1 Dollar für den Crash. Zinssatz geändert. Okay. Einmal darüber. Letzte Haltestelle. Angriff der Killervögel hier. Hallo. Moin. Hallo. Ah, du kriegst von mir auch Taschengeld. Das klingt irgendwie falsch. Hallo. Moin. Hallo. Guten Tag, mein Herr. Servus. Hallo. Hallo. Sehr, zu machen. So, und jetzt geht's wieder rein ins Depot. Ich frag mich, ob sie da auch Force Feedback mit einbaut haben. Ja, wobei vermutlich ist das ein Standardding von der Library, das sie da nutzen. So, rein in die Garage hier. Wo genau muss ich denn hin? Okay, wir haben mal wieder crashed. Was ist, wenn ich hier falsch renne? Aber bei. Wir haben ja da diesen Stop hier. Okay. Bitte aussteigen. Alter, was ist denn jetzt hier los mit den ganzen Meldungen? Okay. Ja, okay. Wir haben 662 Dollar. Macht 305 Dollar an Strafe. Total Daily Income 544. Okay. Ich glaube, das war die erste und letzte Route, die ich im City Bus Simulator jetzt gefahren bin. Ich muss das jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Ich glaube, das reicht jetzt auch so weit so vom Umfang. Ihr habt jetzt gesehen, was das Spiel so kann. Ihr habt dann ein paar tolle Routen noch mehr dazu in dieser Stadt, die ihr erfahren könnt. Leute, gebt dafür bitte kein Geld aus. Wenn es kostenlos wäre oder das irgendwie nur so eine Tech-Demo ist, okay. Aber dafür Geld verlangen in dem Zustand, nee. Absolut nee. Ja, das war's mit mir mitten angezockt. Wir sehen uns schon bald in einem anständigeren Spiel wieder, als wie das City Bus Simulator 2024. Ciao.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.